Liane. Psst, Fleischeinsatz. Okay, und damit willkommen zurück zu Yu-Gi-Oh! Und die heiligen Karten. Ne, falsches Spiel. Prehistoric Man, meinem allerersten Game Boy Advance Spiel überhaupt. Das letzte was zu essen, was ich da mitgenommen habe? Ich hoffe nicht. Da sind einige Vögel, da sind gute habe Munition. Anscheinend habe ich Munition, okay. Gut zu wissen, dass das eine Waffe, also eine Waffe war. Und scheint sogar im Auto-Aim zu sein. Na, okay, nicht ganz. Und was ich auch noch sagen kann, ist, die Bonusbuchstaben bleiben erhalten, aber ich muss halt jetzt ein U finden. Ich glaube, jetzt noch mal, ich glaube, das nächste würde jetzt wahrscheinlich, kannst du trotzdem jetzt denken, dass als nächstes jetzt trotzdem ein B kommt. Weil halt nach S kommt dann wieder das B für die nächste Bonusrunde. Aber, ja, mal gucken. Vielleicht ist es ja auch anders. Vor allem diese McDonald's-Werbung, was soll denn das? Ist doch ekelhaft hier. So, ein bisschen runter, hier nochmal kurz gucken, ob da irgendwie was ist. Da ist ein Checkpoint. Mann, nein! Okay, aber da war ein Checkpoint. Das ist okay. Dann gehe ich jetzt auch mal hier den oberen Weg wieder lang. Nein! Mann, nein! Ich sollte nicht in der Luft. Die Munition ist schon ganz sinnvoll. Auf eine verrückte Weise. Das ist der Energiecontainer, von dem man mir erzählt hat. Schon ziemlich affig hier. Aber hier ist die Munition tatsächlich ziemlich sinnvoll. Oh. Ein Up. Mann, nein! Nicht in der Luft werfen, Max. Nicht in der Luft werfen. Oh, noch ein Up. Hat sich ja dann ja, überhaupt nicht gelohnt. Oh, oh. Hallo? Hallo? Oh, einfach, ich möchte jetzt einfach ins Ziel. Ist mir jetzt genug Liane für heute. Goal. Goal aus Elysium. Und ich habe den Energiecontainer, der war ja nicht sonderlich gut versteckt in dem Fall. Aber den kann ich ja dann schon mal abhaken mit Rot. Nach Sam. Ja, abhaken. Nach Sam Willis, das hast du uns diesmal so mitgebracht. Ich bin ganz gespannt. Sollte aber auf jeden Fall wieder mehr als die Hälfte sein, denke ich. Ja, mehr als die Hälfte, vielleicht sogar 100%, mal gucken. Noch nicht ganz. Aber es ist noch irgendwas Großes. Weil ich glaube, es war Munition, das Große, was ich gesammelt habe.
Ganz erstaunlich, du hast fast alles gefunden. Wir werden dir ein Denkmal errichten. Das freut mich doch. Alter Vulkan. Und Shop. Ich kann jetzt nur Credits kaufen, okay. Ja, komm, dann kauf jetzt einfach mal alles. Wie teuer war das? 30, ja komm. Dann ist es wenigstens ein bisschen fair, was ich hier veranstalte. Mach dir keine Sorgen wegen des Vulkans. Er ist zuletzt ausgebrochen, als ich noch nicht stubenrein war. Damals mussten wir uns vor Felsen retten und uns an Lianen klammern. Sehr beruhigend. Hallo? Ist ausgebrochen. Ich möchte mit dir reden. Hallo, ist ausgebrochen. So. Hopp. Ah, den muss er kaputt hauen, alles klar. Und Checkpoint schon, das ist früh. Ich hab ganze 5 Leben, 6 jetzt. Oh, Feuer, ich erinnere mich. Ich erinnere mich daran auf jeden Fall. Das Feuer ist weg, okay. Ah, ich kann hier direkt ranspringen, sehr gut. So, lass mich nochmal hier auch ran. Hopp, ein bisschen höher. Hier gibt es ein Herz, das ist schon mal eine nette Information. Ich hoffe, das Feuer ist kein Sofortkill, sondern ich bin nur ein Herz ab. Das wäre ganz vorzüglich. Was wirkt für mich ein bisschen so, wenn ich schon Herzen sind. Okay. Also bringen die Herzen, die hier sind, gar nichts. Dass wir das auch geklärt hätten. Nein! Ich hab gedrückt. Hopp. Ne, aber es ist eine coole Mechanik auf jeden Fall. Also bisher finde ich das Spiel auf jeden Fall auch mitunter auch ein bisschen anspruchsvoll, was ja jetzt nichts Schlechtes ist. Oh, und der Fels bleibt anscheinend zerstört, den ich zerstört habe. Ich hau nur dreimal und dann wieder zurück. Aber der eine Fels blieb anscheinend zerstört. Das ist tatsächlich also ja, das ist anspruchsvoll und es wird auch noch anspruchsvoll, daran erinnere ich mich zumindest, und man merkt ja auch den Anstieg der Schwierigkeit. Aber es ist wenigstens fair, dass halt so die Sachen erhalten bleiben. Also es ist wahrscheinlich nicht so der Fall, wenn man dann wirklich Game Over geht, aber das ist ja dann auch okay. Aber man zumindest trotzdem bei einem... Oh, Goal. Auch wenn es hier irgendwie verschwunden ist. Oh, ein Boss! Der erste Boss. Boah, wie viel Leben hat er denn?
Nur weil ich nicht weiß, was nach einem Game Over passiert. Ich mache jetzt einfach mal ein Save State und schaue mir jetzt mal diesen Boss an. Also ich mache ihm da anscheinend Schaden, also wenn er zugreift, kann ich ihn schlagen. Wenn er zuschnappt, kann ich ihn schlagen, okay. Werde ich nicht so ganz schlau aus diesem Boss. Aber wenn ich sogar gegenspringe, dann kriege ich den auf jeden Fall. Backexerziert. Mann! Okay, der Boss ist hart. Wirklich hart. Hallo? Das war jetzt auch eigene Dummheit, aber so ganz verstanden habe ich den Boss noch nicht. Okay, er macht halt seine Angriffe und wenn er halt seinen Kopf dran senkt, kann ich ihn angreifen. Ja, aber warum verletzt er mich? Kann ich jetzt auch hier unten Schaden machen? Nee. Guck, da hat er mich jetzt direkt gehauen. Dieses Krokodil. Ich weiß auch gerade nicht, wie viel Schaden ich ihm pro Hau mache, aber ja. Ja doch, auf jeden Fall mehr als einen. Und ich darf nicht zu nah ran sein. So, ja genau. Der 3, glaube ich, mache ich eben Schaden. Okay, da hat er mir doch Schaden gemacht. Okay, was passiert bei einem Game Over? Ich habe noch 16 Versuche, okay. Also ein bisschen Rayman 1 mäßig. Ich möchte weitermachen, ja.
Okay. Oh, ich kann auch hier die ganze Zeit schlagen, okay. Okay, das ist doch eine gute Information. Ah, okay, jetzt habe ich es auf jeden Fall den Boss verstanden. Wisst ihr was? Ich erlaube mir das mal. Okay, ich kann ihn jederzeit am Kopf treffen. Auch wenn er mich angreift, aber da ist es halt entsprechend risikobehaftet. Warum habe ich da zwei Schaden genommen? Okay. Ich habe jetzt den Boss auf jeden Fall verstanden. Und war. Ich mache jetzt. Ich sah das in Self-Dead nicht mehr. Ich kann mich auch nicht in der Luft bewegen, aber so mache ich auf jeden Fall auch Schaden. Er hat noch 5 Schaden. Okay, noch zwei, das heißt noch einmal hauen. Okay, das kriege ich hin, denke ich. Ja, cooler Boss. Wenn man verstanden hat, wie er funktioniert. Ha, Sam, wie lief's denn so? Was hast du uns mitgebracht? Ah, das haben wir noch gar nicht gehabt. Na, super, 100%, aber es gab auch nichts zu suchen. Unglaublich, du hast alles gefunden. Du wirst in die Geschichte des Dorfes eingehen, du Held. Gut, damit beende ich jetzt schon mal die Folge. Und in der nächsten Folge geht's mit Stage 8, dem Feuerbaum, weiter. Vielen Dank fürs Dabeisein und bis zur nächsten Folge. Ciao.